Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hühnchen, ich würde gern was an dir ausprobieren. Keine Sorge, es wird nicht wehtun. Das war wunderschön. Was genau habe ich da entfesselt an der Seite? Kann ich da reingreifen? Das Vieh legt Eier. Frühstück ist gerettet. Ich will da hingreifen. Bitte, bitte lass mich. Ja. Abbauen? Ach so. Ja. Kann ich da irgendwas an der Stelle machen? Nö. Muss man ja testen. Es kann losgehen. Oh, mir ist so schwindelig. Schlafeier? Wach doch auf! Kann man da auch verschwenden? Es kann losgehen. Das wird nein. Hör auf, diese Schlafeier in meine Richtung zu werfen. Hallo? Ich habe Ausweichen gedrückt. Warum weichst du nicht aus? Der hat nicht mal ansatzweise versucht, eine Rolle zu machen, der Charakter. Ich krieg gerade nur aufs Maul. Fertig. Nimm das. Jetzt nicht wieder pennen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Ich nur aufs Maul. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich betäubt bin? Richtig ätzend. Ich probiere mal was anderes an mir aus. Nämlich die Harpune. Das scheint Wunder zu wirken. Das Ding hat einfach in die komplett falsche Richtung gezielt. Und das geht mir auch auf den Senkel. Es kann losgehen. Nimm das. Super.
Es wurde was runtergeschossen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Ja. Ja. Darf ich einmal krapschen? Ja. Offenbar nicht. Fertig. Nimm das. Ich war doch schon so nah an der Kralle dran. Gib her! Fertig. Nimm das. Ja. Der Flock ist auch nett. Es kann losgehen. Nimm das. Danke. Meins. Vielen Dank für die Spende. Fertig. Nimm das. Ja, das ist noch was. Das ist jetzt meins. Der verpisst sich, dann kann ich mir jetzt das andere Ding gönnen. Das Ding humpelt vor allem, wenn ich es richtig sehe. Es kann losgehen. Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Bereit. Reception. Nimm das. Fertig. Ich lasse meine Ballisten für mich arbeiten. Sie können das Vieh ja nicht umbringen. Also ist ja alles gut. Wollte gerade gucken, wie viele von den Dingern noch aktiv sind. An irgendwas bin ich gerade hängen geblieben. Ich glaube, der nächste Schlag bringt dich sowieso um, ne? Ja. Da konnte man das jetzt noch mal sehen. Mit den Ballisten, ihr könnt damit die Gegner nicht umbringen. Die könnt ihr wunderbar dafür nutzen, Teile abzutrennen, wenn das Vieh so am Humpen ist. Dann spammt ihr die Dinge einfach rein, so gut ihr könnt. Und hofft, dass die noch das ein oder andere runterschießen. Bei mir haben die jetzt nämlich zum Beispiel den Kamm noch mal runtergeballert. Verzeih. Das könnt ihr euch echt merken, wenn ihr was am Farmen seid. Einfach am Ende, wenn das Vieh humpelt, nochmal so 3, 4, 5 Ballisten aufstellen und hoffen, dass die was runterschießen. Die schießen auf jeden Fall noch was runter. Das macht euch das Leben einfacher. Einfach nur mal gucken. Hakenkalle ist das zweite Vieh. Die müsste ich auch noch das ein oder andere Mal jagen. Und direkt danach der Düsterschnabel. Und ich denke mal, hier kommt diese andere Schnabelversion hin. Giftnutzung. Ach, das wäre auch schön. Aber das wird ja leider nicht mitgenommen.
sind ja die innewohnenden Fähigkeiten. Die geerbten Fähigkeiten kann man ja leider nur weitergeben. Diese Giftnutzung, die würde ich so gerne weitergeben. Ja, hier wahrscheinlich die stärkere Version von dem Smaragdgleiter. Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Sieht so ein bisschen aus wie die Kleidung von Ujishige. Der Permut-Schnabel war der andere Schnabel. Sonnenschutz? Okay. Also wenn ich dem Tode nahe bin. Ich widerspiele alleine. Ich habe auch nicht vor, irgendwen noch dazu zu holen, Leute. Ich hatte mal das so bei Kapitel 2 in Planung gehabt, einen Kollegen dazu zu holen. Da kam es aber nie zu und jetzt würde sich das, wo ich bei schon bei Kapitel 4 bin, überhaupt nicht mehr lohnen. Also dem Kollegen, den ich dazu holen wollte, dem müsste ich erstmal hochhelfen mit dem Grinden. Was wollen die da hinten von mir? Ach so, mit dem Wiederaufbau vom Dorf. Was denkt ihr? Nicht schlecht, oder? Ich habe nichts davon gesehen. Wenn wir die Stadt weiter ausbauen, wird sie immer mehr Menschen aus der Hauptstadt oder darüber hinaus anziehen. Ich auch. Je mehr Menschen es hierher zieht, desto größer und stärker wird Minato. Übrigens, habt ihr Prinzessin Toga gesehen? Sie scheint nicht hier zu sein. Schade, ich würde ihr gerne unsere Fortschritte präsentieren. Hab ich lange nicht gesehen. Hier, ein Zeichen unserer Wertschätzung von sagt Bescheid. Danke. Wie viel bitte 3000 Gold? Gibt es sonst noch? Ihr könnt später nach unserem Fahrrad. War da eigentlich irgendein Einfall, den der Charakter hätte haben können? Durch das Monster? Also so ein Geistesblitz? Scheinbar nicht. Ein Schild, weil den nutze ich eh nie. Ich überlege gerade, was ich mir von den Punkten hole. Ich glaube, ich verbessere den Flock. Dann bin ich währenddessen wenigstens unverwundbar. So, als nächstes den Perlmutschnabel, würde ich sagen. Und wenn dann noch die Zeit für ist, dann würde ich den Liliengleiter noch fertig machen. Wir haben sehr, sehr vieles zu erledigen. Aber wir sind auf jeden Fall schon mit der Hälfte vom Spiel durch, Leute. Weil ich habe, wie gesagt, online nachgeguckt. Das Spiel hat 5 Kapitel und wir sind bei Kapitel 4. Und die Kapitel gehen eigentlich sogar relativ schnell, wenn man sich nur an der Story orientiert. Aber ich will ja auf jeden Fall jedes Monster als Gegner auch mal sehen. Ich frage mich nur, ob das ein anderer Amaterasu ist als der andere. Weil da ein anderer Name steht. Oder würde das, steht das auch hier mit dem gefiederten Nemesis? Nee. Das Vieh noch ein paar Mal zu jagen, wird auch sehr, sehr lustig. Okay, den Permutschnabel wollte ich jetzt jagen. Auf Elementschwächen kann ich mich eh nicht setzen, weil ich habe nichts in der Hinsicht.
Ich hab doch Herzstein aber bekommen, oder? Wo ist das Tor? Waren noch mal nicht in der Questbelohnung mit drin. Vielleicht kann ich ja jetzt die eine Klinge verbessern. Ja, kann ich. Es waren nur diese Kack-Herzsteine, die halt gefehlt haben. Und jetzt fehlen mir halt wieder 14, bis ich zum nächsten kann. Also ich kann jetzt schon sagen, nach dem Stream wird es wahrscheinlich wieder eine Pause von dem Spiel geben, weil ich erstmal damit beschäftigt sein werde, von der Waffe auf der zu gehen, dann auf die hier, dann auf die hier. Und das sind ja altbekannte Monster. Ich würde auf jeden Fall den Gleiter hier noch auf jeden Fall heute noch machen wollen, dann kann ich nämlich Oskrin auch direkt bis auf die Waffe hier gehen. Obwohl, nee, ich müsste auf die hier am Ende des Tages gehen, weil da der Wasserendstamm ist. Aber so extrem viele Viecher scheinen dann nicht mehr dazu zu kommen, weil viele teilen sich die Plätze ja. Also ich glaube echt nicht, dass da noch so sonderlich viel kommt. Aber das wird die Zukunft jetzt zeigen. Wir jagen jetzt auf jeden Fall den Permutschnabel. Ich guck gerade nur das Vieh, das hasse ich wie die Pest. Der wird doch bestimmt ungefähr die gleichen Schwächen haben. Warte mal, ich kann das ja mit der Hakenkralle abgleichen. Die Hakenkralle, die mochte Gestein, Holz und Feuer nicht so sonderlich. Was mochte der andere? Nicht so wirklich. Ich suche Hühnchen. Da ist Hühnchen. Ja, die Schwächen sind so ungefähr gleich. Der mag nämlich Feuer auch nicht so besonders. Bevor ich den nochmal jage, mache ich mir auf jeden Fall die Luftwaffe, damit ich den wesentlich einfacher Daumen bekomme. So. Permutschnabel, versau mein Leben. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!